Hallo aus Kambodscha. Hallo aus Komfort. Wir möchten uns erstmal ganz herzlich bedanken für die vielen Kommentare und E-Mails, die wir erhalten haben zum letzten Video. War eine große Resonanz, mit der wir so nicht gerechnet haben. Für alle, die das Video zur E-Arrival Card in Kambodscha noch nicht gesehen haben, Link ist nochmal oben rechts mit im Bild. Und natürlich, wenn ihr Fragen habt, erreicht ihr uns am einfachsten über Facebook oder E-Mail. Beides findet ihr in der Kanalinfo. Unser Freund ist mittlerweile wohlbehalten hier in Kamprot angekommen, fühlt sich genauso wohl wie wir. Aber so reibungslos, wie wir gedacht haben, hat es an der Grenze leider dann doch nicht funktioniert. Genau. Thema E-Arrival Card ist ja erst mit dem 1. Juli in Kraft getreten und es hat sich gezeigt, in der Praxis, zumal wenn man über Land einreist, ist das Thema noch nicht allen Grenzposten bekannt. Unser Freund ist also am 1.7. eingereist und zwar von Thailand aus über Grenzübergang Ban Hat Lek. Das heißt über Klong Jai als thailändischen Checkpoint nach Kambodscha. Allerdings wussten am 1.7. die Grenzbeamten auf der kambodschanischen Seite von dem QR-Code oder E-Arrival Card mal gar nichts. Hat für große Verwirrung gesorgt vor Ort, aber Gott sei Dank hatten wir ja einen Kontakt an der Grenze, Wett, den ihr aus dem Video Einreise Kambodscha mit dem Motorrad kennt, hat unserem Freund dann über die Grenze geholfen, hat dann letztendlich alles geklappt. Aber wir wollten euch nur mal ein praktisches Beispiel zeigen, oder nicht alles, was es hier an neuen Gesetzen oder Verordnungen gibt, ist dann auch an jeder Grenzstation bekannt und wird dementsprechend umgesetzt. Ähnlich wie in Thailand, unserer Erfahrung nach, macht da jeder Grenzübergang seine eigene Geschichte. Dasselbe gilt auch in Thailand für Visa-Angelegenheiten, das wissen wir auch aus eigener Erfahrung. Jede Provinz hat ihre eigenen Statuten, jeder macht es anders. Uns ist es auch so ergangen, als mein Visa verlängert werden musste, in der einen Provinz wurde mir gesagt, ich hätte ausreisen müssen. In der nächsten Provinz gar kein Problem und da habe ich mein Visa bekommen. Also es ist schon manches Mal ein bisschen tricky hier. Visa generell immer ein spannendes Thema, solange bis man es im Pass hat. Da wir aber gerade auch beim Thema Visa sind, nochmal der Hinweis, die E-Visa und E-Arrival Card sind nicht das gleiche. Die E-Visa konnte man auch in der Vergangenheit schon online beantragen. Die E-Arrival Card gibt es jetzt erst seit dem 1.7. und sie ist laut Ankündigung für jede Einreise ins Land ab dem 1.7.2024 nötig. Pflicht. Ja, in der Praxis hat sich gezeigt, nicht jeder Grenzübergang weiß davon. Aber ich denke, nach einer gewissen Zeit wird es wohl überall nötig sein, die zu haben. Ihr könnt im Rahmen der Beantragung der E-Arrival Card auch das E-Visa gleich mit beantragen. Macht auch Sinn. Wir hatten es bei unserem Beispiel im Video nicht gebraucht, weil unser Freund bereits da war und noch ein gültiges Visa hatte. Zu der Beantragung E-Visa werden wir noch ein separates Video machen, da wir im September Besuch bekommen aus Deutschland und dementsprechend werden wir da auch nochmal eine Anleitung Step by Step in Verbindung dann mit der E-Arrival Card für euch als Video machen und da könnt ihr dann schauen, wie man das Komplettpaket in einem Vorgang erledigen könnt. Bleiben wir noch kurz beim Thema Visa. Ihr habt also generell bei der Einreise die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Visa-Klassen zu wählen. Das häufigste oder für die meisten
wird es wohl die Wahl sein zwischen Touristenvisa, Businessvisa oder Retirementvisa zu den Unterschieden zu Thailand. Retirementvisa habt ihr die Möglichkeit in Thailand ab 50 Jahren zu bekommen. Hier ist es ab 55 Jahre möglich. Ist auch an keinerlei Bedingungen, Einkommensnachweise, Rentenhöhe etc. Geknüpft. Einfach Retirement eintragen und ihr bekommt es. Das Touristenvisa, auch wieder anders wie in Thailand, bekommt ihr für 30 Tage, ist im Land aber nicht verlängerbar. In Thailand wiederum anders, da könnt ihr bei der Immigration nochmal einmalig verlängern. Ihr solltet euch also genau überlegen, wie lange ihr bleiben wollt und ja, was ihr eventuell, wenn ihr länger bleibt, hier vorhabt zu tun. Wenn ihr mit dem Business Visa einreist, bekommt ihr an der Grenze erstmal 30 Tage und könnt problemlos im Land verlängern. Wir haben hier mal die drei häufigsten Visa-Klassen und Unterschiede für euch zusammengefasst. Also Einreise ist möglich als Tourist mit Business Visa oder mit Retirement. Business und Retirement könnt ihr im Land problemlos verlängern, das Touristenvisa nicht. Wenn ihr also mit Tourist, Business oder Retirement Visa einreist, heißt das, ihr bekommt an der Grenze erstmal ein Visa für 30 Tage. Business oder Retirement könnt ihr im Land für 3, 6 oder 12 Monate verlängern. Ab 6 Monaten handelt es sich um Multiple Entry Visa, das heißt, ihr könnt das Land so oft ihr wollt verlassen und wieder einreisen. Wir sind zum Beispiel mit dem 30 Tage Business Visa on Arrival eingereist, haben es mittlerweile verlängert auf 6 Monate, haben unsere Work Permit und Business License für uns beide beantragt. Läuft, sollte im Laufe der nächsten 1 bis 2 Wochen auch alles fertig sein. Sobald wir das erfolgreich abgeschlossen haben, bringen wir nochmal ein Video mit allen Details zum Thema Work Permit, Business License. Was wir euch an der Stelle schon verraten können, es ist hier alles deutlich einfacher, als wir es von Thailand kennen. Ja, ist eigentlich alles fertig. Wir warten nur drauf auf die Bestätigung und dann können wir auch beide loslegen. Was wir hier vorhaben zu tun, wird dann auch ein Thema in einem der nächsten Videos. Damit das Video heute nicht zu trocken und nur reine Theorie bleibt, bevor wir unser Motorrad zurückbringen mussten nach Thailand, hatten wir noch einen kurzen Ausflug nach Kep gemacht, inklusive Panne. Das Video war auch schon soweit fertig. Wir sind nun immer dazu gekommen, es vor unserer Rückreise nach Thailand zu veröffentlichen. Wir hängen es euch einfach jetzt nochmal hier mit dran, damit ihr ein bisschen was von Kep seht. Und freuen uns drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder da seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da und abonniert den Kanal. Bis dahin, alles Gute aus Kampot, Kambodscha. Bye bye. So, unser treues Bike hat ein Elektrikproblem. Die Zündung fällt immer wieder aus beim Überfahren von Bordscheinen oder Erschütterungen oder großem Lenkeinschlag. Wir haben Gott sei Dank hier gleich eine Werkstatt gefunden. Die Jungs schauen sich das Ganze an, scheinen dem Fehler auch schon auf der Spur zu sein. Und ja, abwarten, aber wir hoffen, dass es dann gleich weitergeht. Ah, die Jungs haben den Fehler gefunden. So wie es aussieht, ist ein Kabel am Zündschloss losvibriert. Das wird jetzt erneuert und dann können wir unsere Fahrt fortsetzen. Also nochmal Glück gehabt, dass uns der Fehler hier mitten in der Innenstadt erwischt hat, wo die Reparatur recht nah war.
an der Strandpromenade von Cap, also Cap Beach. Haben uns hier ein bisschen umgeschaut. Da Low Season ist, ist es hier sehr, sehr ruhig. Wir zeigen euch gleich nochmal einen Rundumschwenk und wollen uns dann mal kurz den Crab Market anschauen. Wie ihr hier sehen könnt, der Beach ist wirklich super schön angelegt. Es gibt Sitzmöglichkeiten mit Sonnenschirm, es ist sauber. Die Strandpromenade füllt sich mit Verkaufsständen, wo man allerlei kaufen kann, ob jetzt Kleidung, Getränke, Essen. Hier steht ein kleines Strandrestaurant. Neben dem Strandabschnitt reiht sich ein Restaurant nach dem anderen, überwiegend Seafood, aber auch Western Food und europäische Küche, also es ist für jeden Geschmack was dabei. Was ich persönlich ganz putzig finde, wir haben einmal ganz normal hier die Stühle und Tische, so wie wir es gewohnt sind, oder dann halt im Cambodia-Stil diese Sitzgelegenheiten einfach mit einer Bambusmatte drauf. Und drumherum sind Hängematten. So, wir haben jetzt um die Mittagszeit und der Strand füllt sich langsam, bleibt aber alles vom Betrieb her recht überschaubar. Es ist wirklich sehr, sehr ruhig. Wenn jemand einen Platz zum Relaxen sucht, ist er hier genau richtig. Wir gönnen uns jetzt erstmal ein Eis. Oh, sieht lecker aus. Erdbeer, Olive. Moment. Erdbeer und sich definieren. Es ist kein Pistazie, es ist aber auch kein Vanille. Es ist irgendwie ein Misch. Ich weiß es nicht. Erdbeer und? Schmeckt lecker, aber ich kann es auch nicht genau definieren. Ich tippe auf Green Tea. Ja, könnte hinhauen. Aber lecker. Super lecker. Die Straßen in Cap sind super ausgebaut. Also da kann man absolut nichts Negatives sagen.
Hallo. Hallo. Guck mal, da vorne kommt der Tisch. Auf Empfehlung eines Freundes sind wir auf der Suche nach dem legendären Crab Pancake, aber in diesem Gewürz nicht leicht zu finden. Hier ist alles gegrillter Fisch. Ja. Riesige Auswahl an Meeresfrüchten, Seafood, Fisch, Krabben, Shrimps. Und ich habe sie gefunden. Ich glaube, wir haben sie gefunden. Der Pancake? Fishball. Fishball. Ist Fisch? Ist Crab? Yeah. Crab inside? No, not a fish. Okay. Also nicht Crab. Also waren noch nicht die richtigen. Also suchen wir weiter. Schau mal. Kompottpfeffer in verschiedenen Farben. Schau mal, hier ist nochmal. Ja. Auch hier riesige Auswahl.